In diesem Video werde ich dir erklären, wie ich IM benutze, um damit mehr Geld zu verdienen und was ihr bei IM alles verkaufen könnt. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Explore Creativity und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie ich bisher IM benutze, um damit etwas mehr Geld zu verdienen, wie ich da also meine Bilder verkaufe, und ich will dir zeigen, was IM sich Neues ausgedacht hat, damit ihr als Fotografen dort noch mehr Geld verdienen könnt. Wir starten zuerst damit, dass ich euch zeigen möchte, wie ich jetzt meinen ersten Verkauf auf IM erlebt habe. Ich würde jetzt ein Bild von mir verkauft und dazu wechseln wir gleich mal auf mein iPhone und ich zeige euch genau, was ich da verkauft habe, wie viel ich da dafür bekommen habe und wie ihr da an euer Geld kommt. Also kommt mit auf mein Handy. Ich will euch jetzt einmal mitnehmen in die App, in die IM-App und euch da nämlich zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn ihr dort Bilder verkauft habt und wie ihr da an euer Geld kommt und generell, wie ihr dort Bilder überhaupt verkauft und welche verschiedenen Kategorien es gibt. Also wir schauen da einfach mal rein. Und wenn wir jetzt hier unten rechts auf mein Profil gehen, da seht ihr, das ist also mein Profil. Ich habe insgesamt 44 Fotos, das sehen wir da links, und ich habe 41 Fotos davon im Market. Und wenn wir da jetzt mal auf den Market drauf gehen, dann gibt es da zwei Kategorien. Einmal die Kategorie, wo einfach alle Bilder drin sind, die ihr in den Market reintut, und die Premium-Kategorie. Welche Bilder von euch in der Premium-Kategorie landen, das entscheidet IM selber. Also da wird eben nach verschiedenen Kriterien sortiert und Bilder, die IM für besonders gut hält, landen dann eben in der Premium-Kategorie, wohingegen die anderen Bilder alle in der Alle-Kategorie landen. Da sind also jetzt alle drin, die ich für den Market freigegeben habe. Vor allem auch Sachen, die ich noch nicht auf anderen Plattformen verkauft habe. Und unter Premium sind es halt nur 15 Bilder. So, und was wir nämlich jetzt auch haben, ist hier oben diese drei Striche. Wenn wir da mal drauf gehen, sehen wir da unten nämlich Einnahmen. Und wenn ich jetzt da drauf gehe, dann könnt ihr sehen, was schon verkauft wurde und zu welchem Preis. Und wir sehen es hier, das war tatsächlich mein erster Sale bisher. Ich habe jetzt eine Lizenz verkauft für $9,35. Und das ist eben jetzt auch ready for payout und ich kann das Ganze jetzt eben auch direkt auszahlen lassen über PayPal. Ich will euch kurz einmal zeigen, was verkauft wurde, und zwar dieses Bild hier. Das ist das, was verkauft wurde. Das ist geschossen mit der iPhone-Kamera. Das ist einfach das Tor eines alten Schuppens, fotografiert mit der iPhone-Kamera, bearbeitet komplett auf dem iPhone, wurde jetzt hier bei IM lizenziert und ich habe eben $9,95 davon bekommen. Das ist höher, als was man bei den meisten Microsoft-Agenturen bekommt. Ich habe viele meiner Bilder auch bei Fotolia, da bekomme ich eigentlich nie irgendwas mit $9 oder 9 Euro, sondern da ist das eher immer so Centbereich oder 1 Euro, 2 Euro. Wenn es gut läuft, mal 5 Euro, je nachdem wie groß und wie umfangreich die Lizenz ist, die die Leute da kaufen. Aber hier jetzt, wie gesagt, erstes Bild mit dem iPhone geschossen, auf dem iPhone bearbeitet, $9,35, kann ich mich echt nicht drüber beschweren, ist ein guter Preis dafür. Ich bin ja jetzt ungefähr schon so ein halbes Jahr bei IM, das war jetzt mein erster Sale, also mein erster Verkauf eines Bildes. Das ist sicherlich noch optimierungsbedürftig, aber ich benutze IM auch wirklich stiefmütterlich. Wenn ich mich da mehr reinhängen würde, da auch mehr Bilder online stellen würde und die ganze Verschlagwortung auch ein bisschen besser machen würde, würde das sicherlich auch besser laufen. Ihr habt ja zum Beispiel den großen Vorteil, dass IM Schlagwörter automatisch erstellen kann. Wenn ihr ein Bild zum ersten Mal hochladet, dann werden euch da direkt verschiedene Sachen angezeigt und ihr könnt einfach auf den Button klicken, alle übernehmen, und dann werden alle übernommen. So, ich will euch jetzt einmal kurz zeigen, wie das mit der Auszahlung funktioniert. So, ich gehe jetzt hier auf Connect und muss dann jetzt eben mein Passwort für IM eingeben. So, und jetzt werden automatisch meine Daten übernommen und meine PayPal-Sachen, die habe ich nämlich vorher schon hinterlegt gehabt, und sage jetzt einfach Next. Und jetzt kann ich eben hier sagen, Payout. Und darum steht es jetzt also, das wurde jetzt requested. Eine E-Mail, sobald der Payout abgeschlossen wurde. So bekommt ihr also euer Geld über IM. Und der Verkauf von Bildern ist jetzt natürlich die Sache, die IM ja auch am Anfang so ein bisschen promotet hat. Und ich muss sagen, das ist wirklich nochmal eine komplett andere Art und Weise und auch eine komplett andere Zielgruppe, als es zum Beispiel über Fotolia läuft. Ich verkaufe ja auch einige meiner Bilder über 500px. Da kommt auch immer mal wieder was zusammen, aber das über IM ist einfach nochmal so ein drittes Standbein. Und ich muss sagen, auch jetzt nochmal so als Feedback, dadurch, dass mein erster Verkauf jetzt wirklich so ein Mobile-Foto war, ja, wirklich etwas, was einfach nur mit dem iPhone aufgenommen wurde, ich glaube, dass auch konkret das, nämlich diese Authentizität, etwas ist, was IM dahingehend so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal verpasst. Ich tue mich schwer damit, euch jetzt Empfehlungen zu geben, was für Bilder am besten sich dort verkaufen. Aber dafür gibt es zum Beispiel auch wöchentlich, wenn ihr mal hier in das Entdecken-Tab reingeht, findet ihr hier wöchentlich Übersichten darüber, was auf IM gut verkauft wurde. Da gibt es nämlich immer wieder dann so einen Bereich. Ihr seht das direkt bei News, IM Paid,
vor Top-Selling Photo Themes in May. Wenn wir da mal drauf gehen, dann sehen wir jetzt also, was im Mai am meisten verkauft wurde bei IM. Und da kann man sich einfach so ein bisschen dran orientieren und so ein bisschen Feedback holen und so ein bisschen Inspiration holen. Wir sehen also, dass das Sommerthema groß war. Das wurde also verkauft. Alles, was also so ein bisschen sommerlich wirkt. Alles, was authentisch, natürlich wirkt, viel Natur. Ja, also sowas zieht auf IM, sowas wird gekauft von den Leuten. Und da bekommt ihr eine relativ hohe Marge verglichen mit typischen Microstock-Agenturen. Also das mal so als Hinweis. Ich habe jetzt also auch meine ersten Sachen auf IM verkauft, mein erstes Geld damit verdient. Und das ist aber jetzt, und jetzt wird es nämlich interessant, nur ein Teil von IM. Denn mittlerweile hat IM auch einen Videoservice gelauncht, auf dem ihr Video-Footage verkaufen könnt. So, und hier seht ihr die neue Videoplattform von IM. Diese Videoplattform, dieser Video Marketplace, ist noch nicht integriert in die App. Das ist nämlich jetzt erst eine, ja, sozusagen Vorversion, eine Beta-Version. Ihr findet diese Videoplattform über video.im.com. Das ist also die Adresse, die ihr eingeben müsst, um da drauf zu kommen. Und ihr seht hier oben direkt Sell Your Videos. Also es wird direkt darum geworben, Videos verkaufen zu können. Hier sehen wir auch die Informationen darüber. Gesucht wird eben 4K oder HD und gerade 4K ist natürlich genau der Punkt. Also wenn ihr 4K-Footage habt, dann lohnt sich das echt, das zu verkaufen, weil 4K ist noch nicht flächendeckend verfügbar und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall, da noch mit reinzugehen. Mit HD seid ihr halt schon wieder am unteren Ende, aber 4K, wenn ihr da Sachen habt, das könnte sich halt echt lohnen. Es wird wieder typisch nach Royalty-Free verkauft und es geht eben so los, dass die Lizenzen bei $50 beginnen und ihr bekommt, wie üblich bei IM, genau 50% Marge. So, man sieht hier jetzt noch so ein paar Beispielsachen, Beispielvideos, die schon aufgenommen wurden. Da sind auch zum Teil wieder sehr banale Sachen bei. Also zum Beispiel sowas hier. Er ist einfach so ein flatterndes Tuch, so eine schöne Kamerafahrt, sauber gemacht, aber nichts in dem Sinne Weltbewegendes. Wir haben halt auch wieder Zeitraffer dabei, klar. Deshalb bin ich ja auch darauf aufmerksam geworden. Das ist ein ganz klassischer Zeitraffer. Noch nicht mal einer, wo sich die Kamera jetzt groß bewegt. Also wirklich normaler Zeitraffer. Oder hier solche Sachen, so Streetlights, Urban Lights, wo sich dann der Fokus so ein bisschen verschiebt. Ja, also erst Fokus hier auf den Typen im Vordergrund. Am Anfang Fokus auf die Stadt. Ist also ganz nett, so mit diesen Bouquet-Sachen. Und das ist eben so das Footage, was hier so ist, ne? Und wenn ihr jetzt selber Sachen verkaufen wollt, dann gibt das momentan eben nur über diesen Link. Wenn wir hier mal drauf gehen, Sell Your Images. Dann bekommt ihr hier nochmal an die Hand, was genau gesucht wird. Also Länge der Videos zwischen von 5 bis 45 Sekunden. Natürlich horizontal, idealerweise 16 zu 9. Minimum ist 720p, also HD Ready. Aber wie gesagt, vorne stand ja auch schon, das, was wirklich gesucht wird, ist halt HD und vor allem 4K. Und dann kann ich jetzt hier auf Submit Your Clips Now gehen und komme dann zu so einem Upload-Formular. Das ist noch nicht sonderlich schön. Ich gehe davon aus, dass es auch in Zukunft noch angepasst wird. Und das füllt ihr eben aus, also Name, E-Mail-Adresse, dein IM-Konto, damit das eben auch damit verknüpft werden kann. Und dann kann man hier das Video hochladen, allerdings nur bis 300 Megabyte. Wenn das Video größer ist als 300 Megabyte und alle meine 4K-Timelapses sind größer als 300 Megabyte, dann kann ich hier einen Download-Link eintragen, zum Beispiel sowas wie WeTransfer oder auch einen Dropbox-Link oder einfach, wenn du es auf deinen eigenen Server hochlädst und die das dann von da runterladen können. Wird einfach da eingetragen, dann laden die das runter, du sagst noch, was für eine Kategorie das ist und idealerweise von wo das Video ist, klickst hier an, dass du agreest und sagst dann Submit Now und dann wird das Video übertragen. Man bekommt dann sofort eine Bestätigungsmail, wenn die Videos oder das Video da ist, dass das Video eben jetzt da ist. Und wie gesagt, es taucht im Moment noch nirgendwo auf eurem Profil auf, dass ihr Videos zur Verfügung gestellt habt, weil das Ganze eben noch im Aufbau ist. Aber ich bin mir sicher, dadurch, dass der normale Marketplace von IM relativ gut läuft, also nach allem, was ich weiß, wird er sehr gut angenommen und wie gesagt, ich konnte jetzt auch mein erstes Bild verkaufen, kann also sagen, irgendjemand kauft den Kram offensichtlich. Deshalb schließe ich daraus, dass auch dieser Video-Marketplace wirklich gut angenommen wird, weil da eben so eine gewisse Nische bedient wird, die einfach die anderen Plattformen nicht so richtig abdecken. Und deshalb will ich auf jeden Fall dabei sein mit meinen Zeitraffern in diesem Video-Marketplace, um einfach über IM noch mehr Geld verdienen zu können, um damit einfach noch mal ein bisschen eine Nebeneinkünfte zu erzeugen und meinen gesamten Umsatz damit nochmal so ein bisschen zu steigern. Also, das ist jetzt eben die zweite Möglichkeit, wie ihr mit IM Geld verdienen könnt. Was dort gesucht wird, im Endeffekt alles, gerade wenn es um 4K geht,
einfach simple Sequenzen, die man irgendwo zwischenschneiden muss, oder eben ich sage, ich packe da meine ganzen Zeitraffer hin, weil ich die sowieso in 4K produziere und die zum Teil halt auch wirklich, wirklich aufwendig sind. Von daher glaube ich, gibt es da sicherlich Käufer, die das interessieren wird. So, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Einblicke darin geben, wie ich IM benutze, um damit etwas mehr Geld zu verdienen, um damit einfach noch Nebeneinkünfte zu erzielen. Und vielleicht versuchst du das jetzt auch mal. Entweder über Fotos oder über Videos oder über beides. Also wie gesagt, gerade der Videoplay ist ganz, ganz neu, könnte ganz frisch mit dabei sein. Und ich glaube, das könnte sich echt bezahlt machen, wenn man da zu den Ersten gehört, die da mit dabei sind. Wenn es da was Neues gibt, wenn ich vielleicht auch die ersten Videos verkauft habe und da so ein bisschen Feedback habe, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video machen und euch da daran teilhaben lassen. Vielleicht kommt das auch dann in meine Vlogs. Schaut also unbedingt auch mal in den Vlogs vorbei. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, habt viel Spaß mit IM, verkauft schöne Sachen und macht ein bisschen Umsatz damit. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.